Und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Wow. Leute, ihr seht schon, ich bin das blühende Leben mit Augenpads. Keine Ahnung, wie groß die sind. Aber gut, ich hatte nur noch die. Aber die sind gut, Leute. Die fühlen sich fresh an. Auf jeden Fall gehen wir heute als Family, also komplett tutti frutti, zu den Video Days nach Köln. Es ist das erste Jahr, dass wir auf die Video Days gehen. Aber wir machen das Ganze ja auch gerade erst ein Jahr. Also von daher, ja, haben wir die Ehre, schon in unserem ersten Jahr auf die Video Days zu gehen. Und da freuen wir uns natürlich mega drauf. Wir freuen uns sehr darauf, viele von euch zu treffen, aber auch natürlich viele Creator zu treffen. Influencer oder wie man auch immer uns oder sie nennen mag. Wir freuen uns, neue Leute kennenzulernen. Sagen wir es doch ganz einfach so. Zoe ist noch in der Schule. Die hole ich gleich ab. Und dann muss ich mit ihr einmal kurz zum Arzt. Dann holen wir Milan ab. Und dann fahren wir los. Dustin ist gerade noch beim Sport. Und ich gehe jetzt live. Muss mich ein bisschen sanieren, renovieren. Ich habe hier den übelsten Pickel. Ich hoffe, ich kriege ihn abgedeckt. Und dann starten wir nach Köln. Ich glaube, ich bin auch echt ein bisschen aufgeregt. Na, unsere Managerin ist da auch. Das heißt, wir sind nicht so ganz lost und alleine. Und dann schauen wir mal, mit wem wir uns heute so ein bisschen unterhalten können. Es ist natürlich immer sehr spannend. Aber ich sage euch, Leute, so schön das alles klingt, es ist auch ein sehr besonderes Business, weil man nie weiß, auf welche Leute man trifft und wie gut meinen die Leute es mit dir. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Übrigens, Leute, das ist mein Schminktisch, aber man sieht es gerade nicht so gut, weil es extrem überbelichtet ist. Hier gehe ich immer mit euch live. Da geht's los. Und ja, der Hintergrund, also hier diese Wand, die wird noch komplett geändert. Also da wird noch so eine Lounge draus gemacht. Hier ist unser Kleiderschrank. Und ihr wollt immer alle eine Schminktischtour. Die kommt auch noch, Leute. Ich bin gerade live hier. Da seht ihr es. Genau. Also ich bin gerade live, so sieht da mein Schminktisch übrigens immer aus. Hier unterhalte ich euch. Und ich bin mal gespannt, ob sich der ein oder andere jetzt gleich wieder erkennt, hier im YouTube-Video. Und ich würde sagen, also mein Make-up habe ich jetzt soweit schon fertig, gleich noch Achseln rasieren. Achseln muss ich gleich noch rasieren, lass uns gerade duschen. Und dann gucke ich jetzt gleich mal, wie ich meine Haare mache und ziehe mich um. Familie Hermann ist komplett. Auf jeden Fall hoffen wir jetzt, dass wir gut durchkommen. Es sollte eigentlich noch kein Feierabendverkehr sein. Wir fahren circa eine Stunde jetzt. Aber wir hoffen einfach auf ein gutes Durchkommen. Optimistisch bleiben. Optimistisch bleiben und wir, wie die Leute so sind, wen wir treffen, wie die Location ist, wie wir aufgenommen werden, was es zu essen gibt. Ganz wichtig, was es zu essen gibt. Ich glaube, Kahn ist da, Leute, und ich liebe Kahn, ne? Wirklich. Ich mag den auch. Und ich freue mich, wenn... Kennst du Kahn? Ja. Und ich freue mich, wenn ich Luca sehe, der Bolzer spielt. Schauen wir mal, wen wir alles so treffen. Aber vielleicht freuen sich ja auch Leute auf euch. Nö. Auf Zoe würde ich mich auch nicht freuen. So, Auto haben wir geparkt. Kostenlos parken! Milan ist umgezogen, alle haben sich noch mal gestylt und frisch gemacht. Jetzt kann es losgehen. Ja. Ja, ja. Ja. Wissen wir keine. Ich muss irgendwie wir haben einmal Zoe. Ich mache einmal die Beerdigung. Ja. Bist du nicht die Zoe von TikTok? Nee. Können wir ein Bild machen? Nee. Thank you.
sonst ist ja auf jeden Fall einiges los und ja, es ist jetzt echt eine gute Sache. Wir sind echt gute Sache dabei. Die Mädels, die sind hier oben wieder am Stalken. Nee, sag mir echt nicht. Ich zeig dir gleich. Lästerschwester. Ich kenne einfach wieder niemanden. Ich bin so schlecht. Ich sag hier alles und die checkt aber gar nichts. Ja. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr viel los. Da unten, hier unten in dem Ballon, da waren wir eben auch schon drin. Dann gucken wir erstmal, was da hinten so abgeht. Okay. Ja. Bin ich überhaupt blau, wenn man uns beide filmt? Nein, also, gib mir Mühe. Der Vorspiel, ich mache aber so drei Songs erraten und dann halt setzen sie so hin, was du meinst. Also, du spielst drei Songs? Genau. Hi, ich bin Louis und ich bin hier mit The Herman Fam. Und wir spielen heute Songs erraten. Okay, ich habe jetzt drei Songs für euch. Aber Englische, hör auf. Ah, Englische eher nicht, sondern eher Deutsche. Also ich muss eigentlich nur generell allgemein, schlecht. Komm. Okay, nice. Ich glaube, bei mir kann man nichts mehr retten. Okay, das probieren wir, das wird okay. Oh, alles gut. Beantworten können. Bubble Quiz. Geil. Wirklich? Sogar Selina hat das Ganze verstanden. Das wird schon was heißen. Aber sie hat natürlich auch in einem Englisch gesprochen. Ich muss auch mal sagen, es ist einfacher, Englisch zu verstehen, als zu sprechen. Ne? Aber wir haben alles richtig beantwortet. Mir hat alle vier Würfe getroffen. Du bist eine kleine Maschine. Ja, und einen Sticker haben wir auch bekommen. Was gibt's Besseres? Was gibt's Besseres? Geil, Milan. Alter. Wer bin ich? Wer hat denn da mal so ein Ding? Robin, ne? Von Batman, oder? Aber ich könnte bei den Unglaublichen mitspielen. Ja, den Hut, den brauche ich auch noch. Starke Bilder geworden. Schaut euch mal an, Milan, der geile Photoshopper. Aber die Fans, persönlich. Die sind ja schon süß, muss man ja wirklich mal so sagen. Und natürlich trifft man ja auch Prominenz. Selina, seht ihr? Milan. Tuma, wo geht's? Ja, geil. Ja, nice, dann sehe ich mich auch gut. Nice. Hast du dich doch getraut? Super. Und Zoe, wie sind deine Eindrücke von den Video Days? Toll, erzähl super. Mal. Kinder? Ja. Und zwei Leute. Okay. Und die machen jetzt immer so, spielen Klingelstreich und dann macht einer das Fenster auf. Mit der Mama hier auf Tour. Jetzt aber, let's go.
So, wir legen jetzt mal einen ganz kurzen Break ein. Und zwar müssen wir wirklich mal was essen gehen. Ja, und haben uns entschieden, bei L'Osteria essen zu gehen. Das sind, ich glaube, 500 Meter nur gewesen. Oder sind nur 500 Meter. Von daher werden wir uns jetzt erstmal was Leckeres gönnen, weil ich habe nämlich unfassbar Hunger. Deswegen wird es mal wieder Zeit, was Ordentliches in den Magen zu bekommen. L'Osteria hat immer gute Sachen. Pizza, Pasta, schieß mich tot. Mal gucken, wofür ich mich entscheiden werde. Alfonso, für die Mila. Kannst du auch ein Kinder-Dings nehmen, Schatz? So, ihr nehmt auch was von Kindern, glaube ich. Möchtest du Pizza Maria oder Pizza Alfonso oder hier sowas anderes? Nee. Oder möchtest du Gnocchis? Gnocchis? Gnocchis, ja. Magst du auch mit Schinken, Sahne, Zwiebeln? Gnocchis. Essen ist da. Essen war da, meine Lieben. Hat gemundet, sieht man ja. Wie hat es für dich geschmeckt? Es war sehr, sehr lecker. Auch wenn ich bis jetzt nicht weiß, wie man mein Essen ausschmeckt. Ausspricht. Ausschmeckt. Ja. Ja, wunderbar. Oh Mann, und was gab es jetzt noch zum Ende? Gratis Gummibärchen. Ey. Ich mache Werbung. Wenn ich fange, kriege ich einen Kuss. Alter! Sam kriegst du einen Kuss, Leute. Ja! Gefangen! Lieben, ich komme mir vor wie der große Packesel hier. Das stimmt. Haben wir ein bisschen was for free bekommen. Echt eine coole Sache. Auf jeden Fall ist der Tag bei den Video Days zu Ende. Und zu Ende! Wie hat es dir so gefallen? Sag mal ganz kurz. Also ich sag euch ehrlich, Leute, am Anfang dachte ich erstmal so, puh, es war sehr klein, aber am Ende hat es sich doch gelohnt und dass es dann doch so klein war, so hatte man halt super, super viele Gespräche, man hat ganz, ganz viele Leute kennengelernt, wir haben auch ein paar von euch getroffen und auch für die Kinder war das eine schöne Größe und Zoe und Milan, die sind nämlich ganz, ganz stolz, die haben ganz viele YouTuber getroffen, deswegen allem in allem war es ein super schönes Event, wir kommen gerne wieder. Die ganze kann ich mir anschließen. Und in diesem Sinne sage ich, denkt daran, lasst ein kostenloses Abo da, macht einen Daumen nach oben. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr vielleicht als nächstes von uns gerne sehen möchtet. Bald sehen wir uns im Urlaub, Leute. Genau, im Urlaub nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Und ja, danke fürs Einschalten. Bis demnächst.